Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaulius probiert es aus. Mein Name ist Kaulius und ich probiere hier gerade ein neues Produkt der Firma Sony aus, nämlich die PlayStation Vita. Seines Zeichens bzw. ihres Zeichens eine mobile Spielekonsole, der Nachfolger der PSP. Und zwar in der Variante mit SIM-Karte, sprich also mit 3G, wobei deswegen hier eben auch eine Vodafone-Karte dabei ist, die man aber nicht nutzen muss. Das Gerät ist SIM-Lock-frei. Und es sind auch so ein paar Augmented Reality-Cards dabei. Damit kann man dann bei Spielen, die das unterstützen, ein bisschen was mit der Kamera unter anderem machen, wie es auch schon beim 3DS funktioniert. Die Spiele muss man aber erstmal runterladen, teilweise die aber sogar kostenlos. Und was wir hier gerade sehen, an was ich hier rumfummel, das ist das Ladegerät. Und da kommt sie jetzt, die Vita herself. Die gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Deswegen erstmal hier mal ein Blick auf die Spiele. Die sind auf solchen Cards drauf. Etwas größere SD-Cards. Natürlich eigenes Format von Sony, damit man da ja keine Raubkopiererei macht. Da können auch mehrere Gigabyte Daten drauf speichern. Kann man da, obwohl man die meisten Spiele wahrscheinlich eher im Download-Shop dann runterholt. So, da sehen wir jetzt die Spielekonsole selber. Viele Tasten und vor allem hat sie mal wieder Joysticks links und rechts und entsprechende Tasten. Und da links und rechts sind auch die entsprechenden Möglichkeiten, den Ton zu hören. Hinten, das ist eine Besonderheit, hat sie auch ein Touchpad. Dieses hier, damit kann man, wenn man sie entsprechend benutzt, hinten blind dann tatsächlich das Ganze verwenden. Obendrauf sah man gerade eben noch eine Kamera. Sie hat nämlich zwei Kameras, vorn und hinten. Und da ist der Einschaltknopf rechts in der, das, was ich hier gerade öffne, da kommen die Spiele rein und dort kann man eine Memory Card reinstecken. Das ist auch einer der Nachteile. Die sind nämlich richtig teuer. Nicht, dass die Spielekonsole nicht auch teuer wäre, aber hier zum Beispiel 8 GB, da kann man schon mal richtig Geld ausgeben. Die größte Variante 16 GB kosten dann auch mal schöne Apothekenpreise wie 50 Euro. So, jetzt starten wir das Teil mal und dann kommt hier so ein relativ lapidarer Bildschirm. Das Ganze kann man nach rechts ziehen dann und dann kann man typischen Sachen eingeben, wie zum Beispiel Datum, Uhrzeit und auch, ob man das Ganze mit einem PlayStation Network Account verbinden will. Blöder Fehler, wenn man das macht. Man landet dann nämlich in so einer Endlosschleife, wie man hier sieht. Da sollte man lieber angeben, selbst wenn man einen Account hat, nicht verwenden. Nur dann kommt man hier weiter. Nachher kann man den PlayStation Network Account, den eigenen, immer noch eingeben. Und dann landet man hier bei diesem Begrüßungsbildschirm. Ganz schön gemacht, so ein bisschen nett. Auch hier wieder relativ ähnlich sogar letztendlich zu Nintendo. Auch so von der Melodie her hat mich das auch ein bisschen an den 3DS erinnert. Damit endet es dann auch fast mit den Ähnlichkeiten, denn mit einem 3D-Bildschirm hat das hier nichts zu tun und es gibt auch nur einen. Aber auch Touchpad ist es eben auch vorne drauf. Das sehen wir gleich. Erstmal muss man eine neue Firmware drauf spielen. Das ist auch zu empfehlen. Wie gesagt, dieser kleine Fehler vorne ist sicherlich nur eins von den Fehlern, die schnell schon behoben wurde. Ewig lange kann man sich die Nutzungsbedingungen dann anlesen. Das ist sicherlich nichts, was einen wirklich dazu einlädt. Auch hier also kann man lange, lange scrollen. Bis hin auch zur Datenschutzerklärung. Für mich als Datenschützer durchaus da einige Kinken drin, was insbesondere PlayStation Network angeht. Da verweise ich mal auf ein anderes Video, was ich dazu gemacht habe, in Zusammenarbeit mit Gamers Global. Insbesondere sollte man auch gucken, dass man die Privatsphäre-Einstellungen richtig dort einstellt, insbesondere wenn man die Funktionalität NIR verwendet. Da hat man nämlich die Möglichkeit, sich mit anderen Spielern auszutauschen und auch zu gucken, wer ist denn so in meiner Umgebung und auch denen mitzuteilen, dass man selber gerade in der Gegend ist und welche Spiele man so spielt. Da sollte man sicherlich dann auch einen Blick drauf haben, ob man das denn immer alles bekannt geben will. Hier haben wir NIR, da können wir dann tatsächlich so ein paar Sachen dann auch einstellen. Allerdings muss man es auch erstmal tun. Hier haben wir so ein paar Möglichkeiten, die wir dann auch aufrufen können. Zum Beispiel den PlayStation Store, wenn man auf dem Startbildschirm ist. Da kann man sich einige Spiele dann runterladen. Auch alte PSP-Spiele sind da teilweise dabei. Um die 5 bis 10 Euro günstiger als im Laden. Wobei die Spiele im Laden, wie aber dann auch im PlayStation Store, relativ teuer sind. Also das geht bis hin zu 50 Euro. Das ist schon recht sportlich für so eine Mobilkonsole und die entsprechenden Spiele dazu. Aber dafür kann man dann ja auch sich Trophäen erarbeiten und die sich dann nicht nur selber angucken,
gucken, sondern auch wieder über Nier bekannt geben. Da sieht man dann, was für ein Rätsel man schon gelöst hat. Das kennt man ja zum Beispiel auch von Xbox und auch vom PlayStation Network als solches. Fotos kann man auch machen, allerdings in ziemlich bescheidener Qualität. 0,3 Megapixel sind das, also das ist nichts richtig fürs Familienalbum, aber mal so vielleicht ja ganz nett. Dann gibt es noch einen Browser dabei, der aber auch nicht so richtig viel Spaß macht. Es ist eben eine Spielkonsole. Dafür ist es hauptsächlich gedacht und das merkt man auch. Das Surfen mit dem Browser macht nur bedingt Spaß. Das merkt man schon, wenn man eine entsprechende Eingabe macht. Das dauert dann schon ein bisschen und es hat die gleichen Probleme wie zum Beispiel auch das iPhone. Es kann bisher kein Flash. Wenn man da mal ein YouTube-Video aufruft, dann gibt es eine entsprechende Fehlermeldung. Das Gerät ansonsten von der Leistungsfähigkeit bisher wohl das mit Abstand leistungsfähigste Gerät, was so auf diesen Handheld-Spielekonsolen-Bereich erschienen ist. 4 Kerne, das schafft nicht mal das iPhone, das hat 2 Kerne, genauso wie der 3DS. Damit liegt die Vita fast auf dem Leistungsniveau einer heutigen PlayStation 3. Keine andere mobile Spielekonsole ist so leistungsfähig. Man kann auch Musik spielen, wenn man will, und Filme abspielen. Dazu muss man allerdings zurzeit noch zumindest eine Verbindung mit einem PC oder mit der PlayStation 3 aufbauen. Ansonsten geht das nämlich nicht. Dann nimmt man diesen Inhaltsmanager und dann kann man die Sachen nämlich je nachdem mit dem entsprechenden Kabel dann auch übertragen. Aber das Hauptsächliche, was man damit machen will, ist natürlich spielen. Und hier sehen wir Uncharted. Das ist so der Launch-Titel und der macht auch richtig Spaß und sieht auch richtig gut aus, wie man hier sieht. Da ruckelt nichts. Das ist richtig, richtig nett. Und so ein bisschen Augmented Reality, sie hat man auch. Da hat man so einen kleinen Fotoapparat. Und es wird auch tatsächlich hier und da immer mal auf verschiedene Funktionen dann verwiesen, zum Beispiel hier das Zoomen kann man durch das Hin- und Herschieben hinten machen. Das Ding kann man auch links und rechts ein bisschen schieben, das sehen wir gleich noch. Und die Grafikauflösung ist dabei immerhin 960x544 Pixel. Das ist in jede Richtung das Doppelte, wie die PSP hatte und entspricht ungefähr der Auflösung wie ein iPhone. Außer, dass das iPhone nur einen 3,5 Zoll Monitor hat. Hier haben wir 5 Zoll. Das heißt also deutlich größer, das, was wir hier sehen. Und es ist auch größer als zum Beispiel bei der PSP. Der Vergleich mit dem Nintendo 3DS fällt dabei deutlich schwerer, auch wenn die Auflösung des unteren Bildschirms deutlich geringer ist als der von der Vita, ist es bei dem oberen Bildschirm fast ähnlich, allerdings wird jeweils die Hälfte für das 3D benötigt, sprich also für jedes Auge und somit fällt also der optische Schärfeeindruck bei der Vita deutlich höher aus und ist damit also auch mehr geeignet für richtige Grafikkracher, als es der Nintendo 3DS ist. So, hier sehen wir jetzt, wie man das Ganze eben auch noch so ein bisschen durch die Neigungssensoren, die hier eingebaut sind, in der Vita dann auch zum Beispiel steuern kann. Und das Mikrofon hat es auch noch. Auch das wird teilweise von Spielen heute schon verwendet. Der Akku hält übrigens beim normalen Spielen ungefähr 4 Stunden und ist fest verbaut, sprich kann also nicht ausgewechselt werden. Hier sehen wir den Größenvergleich und die Vita ist definitiv die größte von den bisher erschienenen Spielekonsolen von Sony. Allerdings auch gar nicht so viel größer und auch nicht so viel schwerer. Der Bildschirm ist auch ein bisschen größer und das merkt man auch, auch wenn es auf dem Papier nur wenige Zentizoll sind. Da sehen wir es nochmal von der Seite. Bitte nicht wieder Kommentare wegen dieses Rosas. Ich war jung und sie war günstig. So kann man es vielleicht umschreiben. Hier noch der Größenvergleich zum Nintendo 3DS und wenn wir den gleich aufklappen, sieht man, dass die Bildschirme beim 3DS deutlich kleiner sind. Aber dafür gibt es ja auch 2 und der obere kann 3D. Bei der Vita war man bewusst zu der Entscheidung gekommen, kein 3D zu nehmen, weil das nach Sonys Auskunft einfach noch nicht ausgereift sei. Und der Größenvergleich fällt schon mal fast gleich aus, wenn man dann noch beim 3DS diesen neuen Zusatz hat mit dem rechten Joystick. Hier noch ein paar andere Konsolen aus der letzten Zeit, aber kommen wir zum Fazit. Sony hat so ziemlich alles, was heutzutage technisch möglich ist, in die PlayStation Vita hineingepackt. Und so eignet sie sich dann auch tatsächlich vor allem für Core-Gamer, also Leute, die die großen Spiele lieben, so wie sie auch auf der PlayStation 3 laufen. Das Spielgefühl ist sogar relativ ähnlich, auch wenn sie ein wenig schwer in der Hand liegt. 3D, wie gesagt, gibt's nicht, aber dafür eben wirklich viel, viel Spielspaß. Leider ist der Preis auch entsprechend hoch, nämlich für die Konsole allein schon 250, für die Wi-Fi-Version knapp 300, für die 3G-Version, wobei die 3G-Version eigentlich kaum Nutzen hat, weil man nicht mal über 3G wirklich spielen kann, sondern vor allem das GPS wahrscheinlich nutzt für die etwas einfachere und präzisere Lokalisierung, wenn es denn Spiele entsprechend unterstützen. Die Spielepreise sind auch entsprechend hoch, nämlich bis zu 50 Euro. Ob das heutzutage noch zeitgemäß ist für ein Uncharted, das man 6 Stunden spielt, da
kann man sicherlich drüber streiten. Wer das Geld hat, wer sich entsprechend leisten kann, für den ist dieses hier definitiv die bisher beste Spielekonsole der Welt.